So, Leute, ich bin wieder zurück nach einer kleinen Pause, die durch Krankheit verursacht wurde, in der ich eher schlecht sprechen konnte. Ich war heiser, ich hatte Husten wie sonst was. Aber jetzt bin ich soweit, ich kann die Gabe reden. Natürlich habe ich die Folge jetzt schon Donnerstag gesehen, deswegen sind die Erinnerungen nicht so frisch. Ich lasse sie gerade so ein bisschen im Hintergrund laufen, versuche das so ein bisschen durchzuklicken. Ohne mich nochmal zu erinnern, aber ich glaube, das Wichtigste, das hat jeder, der die Folge gesehen hat, was wir herausgefunden haben, ist, wer ist der Mörder? Und ich habe das letzte Folge, glaube ich, schon gesagt. Entweder es ist irgendein random Typ, von dem wir noch nie irgendwas, dem wir ganz, vielleicht wäre es irgendwie der Hausmeister von dem angewiesen. Also irgendwie eine Person, die wir niemals kannten, oder es wäre die einzige Person, von der wir jemals wo einigermaßen die Eigenschaften des Mörders verpassen, und das wäre der Lehrer. Und das wäre zu offensichtlich gewesen. Und ich dachte mir halt einfach die ganze Zeit, der Typ, der hat sich in eine Ecke geschrieben, so, wo beide Optionen scheiße wären. Und ja, eins von den beiden Optionen war es, nämlich, dass der Lehrer tatsächlich der Mörder war. Und ich dachte mir, wie wahrscheinlich die meisten Leute, das war ziemlich offensichtlich. Jetzt habe ich Stimmen gehört von manchen Leuten, so in Kommentaren, so, oh, wie genial, das war offensichtlich. Und dann dachte ich mir, nee, das könnte ich machen, und dann haben sie es doch gemacht. Und ich dachte mir echt nur, ey, das war wirklich so schlecht. Ich war so enttäuscht, ne? Ich war so enttäuscht von der Folge, wo ich mir dachte, also nicht mehr enttäuscht, ich hab's ja irgendwo erwartet, wie gesagt, ich hab's letzte Folge gesagt, weil die hätten wirklich in den letzten zwei Folgen, hätten die noch einen potenziellen Mörder vorstellen müssen, damit das irgendwie noch ein gutes Ende nimmt. Mit gut meine ich jetzt, irgendein spannendes Ende, wo man sagt, oh, gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ich meine, vergleichen wir das mal, guckt man sich sowas an wie Detective Conan, zum Beispiel, das ist das Erste, was mir gerade so einfällt, wo du dann auch immer Mordfälle hast, da kommt die Spannung ja ganz stark dadurch, dass du raten musst, also dass du versuchst zu überlegen, wer könnte das jetzt sein, und man hat dann eine gewisse Auswahl an Verdächtigen. Und hier ist das echt so gar nicht der Fall. Entweder hat man gesagt, es wäre der Lehrer. Oder man hat gesagt, es wäre, was so offensichtlich wäre. Oder man sagt, es wäre irgendeiner Typ, den wir noch nie was von gehört haben. Das wäre beides so kacke gewesen, ne? Ich habe mich nochmal wiederholt, aber ich muss nochmal gesagt haben. Ach ja, jedenfalls haben wir das dann herausgefunden. Dadurch, dass er nämlich ein Kind verfolgt hat. Diese Mobberin, ganz am Anfang, die er dann da irgendwie angeschrien hatte. Und dann wurde die, danach war die irgendwie dann ein bisschen Alleingängerin. Das ist so Alleingängerin geworden. Und hat er die halt verfolgt, weil er gemerkt hat, ja, gut, der Mörder scheint halt irgendwie nur ein Alleingänger, Einzelgänger zu targeten, wollte ich gerade sagen, als Ziel zu nutzen. Das Problem, ich finde auch, was ich mir auch auffällt, das habe ich letztens irgendwie auch so eine Diskussion von, ich finde, der Protagonist, habe ich ja schon am Anfang gesagt, der scheint irgendwie so viel von, also die Kinder scheinen manchmal erwachsener zu wirken als er. Und ich gibt so Stellen, wo ich mir denke, ich habe das Gefühl, der hat sich jetzt erst am Ende der Serie Gedanken darüber gemacht, dass er ja eigentlich noch den Mörder finden muss. Gerade so, wo man dann denkt, so, wo er dann gedacht hat, oh, jetzt habe ich einen Tag geschafft, jetzt ist sie gerettet. Und das ist so ein Gedanke, wie wäre direkt klar gewesen, dass ich doch eigentlich den Mörder irgendwie finden muss. Oder zumindest irgendwie dadurch, dass ich den auf frischer Tat ertappe, dass ich den Mord verhindern kann. Aber ansonsten wäre er gar kein Mörder. Er kennt ihn ja gar nicht. Er ist ja kein Mörder, weil er noch kein morden konnte, so und so weiter und so fort. Und der nächste Punkt ist halt, irgendwie muss ihm doch auch klar gewesen sein, der Lehrer, der hätte es gut sein können. Gerade wie er später sagt, auf dem Blatt da, wo die ganzen Verdächtigen drauf waren, da war er auch mit drauf. Jedenfalls setzt er sich dann zu dem ins Auto, weil er dachte, er müsste den Vater von Yuki verfolgen, weil er dachte, da die Olle wäre da drin. Und dann sitzt er schon mit seinen Handschuhen da drin und schnallt ihn an und so weiter und so fort. Und dann entlarvt er ihn halt, entlarvt er sich selber als Mörder, sagt, ey, Satoru, ich habe erstmal gedacht, das wäre nur Zufall gewesen, aber dann hast du mich erwischt, so. Und dann hat er eine Rede gemacht, so von wegen, ja, ich bin verrückt. Das ist auch so ein Ding, der hat so, bin ich mit einverstanden gewesen, dass er halt nicht so die Persönlichkeit, dass er einfach nur sagt, ich bringe jetzt Leute um, weil, gut, Mörder, wenn man so die Geschichten hört und so, wie gesagt, das habe ich so ein bisschen mitgekriegt, was so ein Zeug, das ist dann, die sind dann halt auch psychisch krank und die sehen das natürlich alles nicht ganz rational, deswegen ist das komplett, kann er meinetwegen try Bullshit labern, was er dann noch tut, und sagt einfach nur, er hat eigentlich Bock, einfach Leute zu töten.
Das ist im Prinzip das Tiefste. Und danach da was ganz pseudophilosophisches von wegen, ja, gut und böse, das kommt beides vom Gleichen und das ist eigentlich alles komplett unsichtig. Der Punkt ist, dass er der Mörder ist. Wir alle wussten, dass es der Mörder ist und es ist ziemlich enttäuschend, dass wir es wussten. Und alles andere wäre auch scheiße gewesen. Das Ende der Folge ist dann, dass er den Satoru dann da anschnallt. Ja, der dann irgendwie so das extra so ein Ding. Womit er dann so. Ist das extra so ein Sicherheitsgurt gewesen? Ich glaube, das war extra einer, den man nicht aufmachen kann. Und das Auto war geklaut. Ich frage mich, hat er das Auto geklaut oder hat es gekauft? Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber. Ist ja auch egal. Jedenfalls ist er an diesem Auto drin. Wie heißt es denn? Er ist in dem Auto drin und dann ist der Satoru eingesperrt durch diesen Sicherheitsgurt und dann fährt er ihn einfach in den Fluss rein. Und dann kommt plötzlich was richtig Dummes. Ich dachte mir eigentlich, der Mörder wird ja ganz als richtig schlau vorgestellt. Da hat er dann so einen Ball da genommen und den auf den Gasknopf gedrückt und dann hat er ihn dann halt in diesen Fluss reingefahren und meinte zu ihm, ja, jetzt fahre ich einfach aus der Stadt raus, weil hier habe ich nichts mehr zu suchen. Ganz ehrlich, wenn er jetzt direkt nach dem Mord aus der Stadt rausfährt, dann wäre das so klar, dass er das war. Gerade weil er der Letzte war, den man irgendwie damit gesehen hat. Das würde ja alles auf den drauf zeigen. Und am Ende sagt er noch so, ja, hier, Dings, ich kenne ihre Zukunft. Und dann sieht man nur ganz kurz, wie er stehen bleibt und dann ist er unter Wasser, der Satoru. Dann endet die Folge mit einem Cliffhanger im Prinzip, wo dann gesagt wird, ja, stirbt er nicht. Für mich ist eigentlich irgendwie relativ klar, dass er nicht stirbt. Wenn er tatsächlich sterben würde, würde es mich überraschen. Ich war echt nicht. Ich fand die Folge nicht gut. Ich fand die Folge wirklich. Ich fand, das hat sich alles. Ich hab's ja gesagt, das hat sich alles so ein bisschen in so eine Richtung geschrieben. Also, das alles in so eine Richtung geschrieben, wo ich mir denke, das hättest du nicht mehr gut retten können in den 12 Folgen. Entweder wäre das. Habe ich ja gesagt, die Option. Entweder wäre das irgendwer gewesen oder halt eher. Beides wäre nicht gut gewesen. Oder es wäre vielleicht gar keiner, vielleicht wurde der Mörder, es wäre vielleicht besser gelaufen, wenn die den Mörder tatsächlich noch nicht gezeigt hätten. Und dann vielleicht in der zweiten Staffel erst, das wirklich dann zum Thema, wie das er dann näher dran wird. Aber es wäre auch nicht so geil. Also ich persönlich hätte es, glaube ich, am besten, für mich wäre das besser gelaufen, die ganze Serie. Hätte die viel früher einen Konflikt mit dem, wären die wirklich viel früher wären die viel früher in Kontakt getreten mit dem. Mit dem Mörder. Oder vielleicht einfach schon allein, wenn die viel mehr Leute gehabt hätten, die irgendwie in das Bild des Mörders passen würden. Das wäre so. Ich meine, überleg doch mal, wen haben wir denn da? Wir haben keinen einzigen. Wir wissen, dass Yuki ist, nicht wahr? Das wäre der einzige gewesen, der noch. Der vielleicht der Freund von der Mutter, aber der hat so wenig Screentime gehabt. Das hätte mich sehr gewundert, wenn der da irgendwie irgendwas mit zu tun hatte. Der hatte keine schwarzen Augen, der sah auch nicht so aus, ob er später irgendwas aus sich machen würde, dass er irgendwann in der Stadt arbeitet. Weil er hat. Das alles, was wir über den wissen, ist anscheinend, dass er gerne Alkohol trinkt und, sonst sah er auch nicht sonderlich seriös aus. Von daher, der Einzige, der wirklich darauf gepasst hätte, war einfach der Mörder. Der Mörder war der auf den Mörder passt. War der Lehrer. Und alles andere wäre doch einfach nur Bullshit gewesen. Also, und das ist einfach. Und dann höre ich die Stimmen, die sagen, oh, das ist doch großartig geschrieben. Und nee, also. Ja, und dann ist er total überrascht, der Satoru, und denkt mir, ja. Ihr merkt, die Folge hat mir echt nicht so. Ach, die hat mir echt nicht gefallen. Ich finde, ab Folge. Ich weiß gar nicht, ab wann es war. Also ich fand die ersten Folgen doch schon noch sehr stark. Und dann ging es abwärts. Da rede ich dann später in der letzten Folge, werde ich nochmal so ein Fazit machen. Und dann schreibe ich mir nochmal kurz ein bisschen was auf, was ich da. Also sie ist nicht komplett geskriptet, wie gesagt, wir lassen das ohne Skript. Aber so ein paar Stichpunkte, dass ich weiß, was man da, was mich da noch so alles drin gestört hat. Oder was ich gut fand auch. Aber die Folge war echt eine von denen, wo ich mir dachte, jo, das war jetzt echt nicht so geil. Hast du nicht gut gelöst, Herr Erased-Schreiberling. Das lief nicht so gut. Und ja, ich hoffe, es wird die nächste Folge. Also, ich glaube, die Frage ist jetzt, stirbt der oder stirbt der nicht? Wie gesagt, ich sag, er stirbt nicht. Was ich auch doof fand, ganz ehrlich, wenn du so klein bist, dann kannst du doch aus so einem Sicherheitsgut rausgehen. Vor allem, man sieht, wie er sich ganz damit nach vorne lehnt, in der Szene weiter vorne. Wer sich ganz weit nach vorne lehnt, wie das halt mit dem Sicherheitsgut ist. Normalerweise rasten die ein, wenn du dich schnell bewegst, und wenn du es langsam machst, dann halt nicht. Dann kannst du die weiter rausziehen und du kannst die. Man hat es gesehen, man konnte ihn ganz weit rausziehen. Deswegen. Es ist wieder Kleinkram, so, ne? Aber das ist doch so eine Sache, so ein 29-Jähriger, so, ne? Der sollte doch irgendwie das zumindest dann auch in der Panik, so. Das ist so eine Sache, so. Es spielt einfach so viele Kleinigkeiten zusammen, die mich echt genervt haben, gerade an der Folge. Oder beziehungsweise gerade mit dem Reveal, dass er der Mörder ist. Das hat mich extrem. Nicht. Ja, ich wiederhole mich, ich merk's, aber.
Es hat mich nicht mehr enttäuscht, ich hab's schon vorhergesehen. Nicht nur, dass er der Mörder ist, sondern dass es so oder so einfach nur Shit sein wird, was dann da passiert. Und ach Mann, ich bin echt enttäuscht gewesen. Naja, mal gucken. Also, wird er ihn retten? Wird sich vielleicht seine Zauberfähigkeit da aktivieren? Man weiß es nicht. Wir werden es nächste Folge erst erfahren. Ich hoffe. Ich frage mich, was da jetzt noch passiert kann, ehrlich gesagt. Wie sollen die den jetzt. Ich glaube, die einzige Frage, die ich noch stellt, ist, wie er diesen Mörder jetzt zu schnappen kriegt. Also, jetzt weiß er, wer es ist, aber halt einfach, dass er den jetzt grabbt und sagt. Ja. Gibt's eigentlich eine zweite Staffel? Das frage ich mich gerade, weil ich wüsste echt nicht, was man da noch alles reinfüllen kann. Wie ist der Manga? Hat einer von euch den Manga gelesen? Ich. Naja. Also. Gut. Aber ey. Ne? Ich hab's gewusst, ich hab's die Folgen vorher gesagt. Und ich glaube, die Folge vorher, ich hab's wirklich gesagt. Eins von beiden wird passieren und dass wir beide shit. Weil ein anderer Mensch konnte. Du konntest. Ich sag's nochmal. Man konnte keinen anderen Mensch nennen, der irgendwie da drauf. Auf dieses Muss gepasst hätte. Und das war echt. Das war ein Fehler. Das war einfach ein Fehler. Und ich, ganz ehrlich, ich hab auch gar nicht. Der Cliffhanger, das war so ein Cliffhanger, wo ich mir dachte, cool. Das hätte für mich jetzt auch zu Ende sein können, die Serie. Das war so. Wow, jetzt wissen wir, wer das war. Das war irgendwie total obvious. Was auch immer passiert, ist jetzt Bullshit. Wie wird jetzt durch einen ganz schlechten Grund wieder jetzt gerettet? Also, weißt du, vor allem, dass er den da nicht einfach irgendwie. Dass er den noch nicht einfach irgendwie die Kehle durchschneidet oder sonst irgendwas. Ne, macht doch irgendwie so. Was hat er doch mal bei der anderen gemacht, bei der Hinazuki? Ich weiß gar nicht, hat er irgendwie eingefroren oder sowas. Ich. Dass er nicht wirklich sicher geht, dass er stirbt, ne? Also. Ne, Erase, also. Die Folge war nicht so geil. Ich hoffe, es wird besser. Ich hoffe, aber ich weiß nicht, was noch passieren kann. Das Spiel wird einfach so kack. Egal, ich höre jetzt auf. Ihr habt verstanden, was ich meine, glaube ich. Wenn nicht, ey, sagt mir eure Meinung dazu. Schreibt Kommentare, abonniert, liked, disliked, was auch immer ihr wollt. Bis zur nächsten Folge, Folge 11. Und dann, ich glaube, es gibt nur 12 Folgen, ne? Ja, mal sehen. Und dann gibt es den Fazit bei Folge 12. Ich hoffe, dann schaffe ich es auch direkt, die Folge rauszubringen. Und werde nicht wieder irgendwie mega krank. Naja, ey, ich wünsche euch einen schönen Abend, morgen, Tag. Bis.